Hallo und willkommen. Eine weitere Folge Crew, The Crew, mit Doga in seinem, ja, neonpinken, nee, pink nicht, grünen Schlitten. Ja, er hupt gerade. Ich probiere das auch mal. Ich kann es natürlich nicht, wie immer. Warum kann ich nicht Ist ihn hupen? an? Drin? Ja, aber es gab auch noch eine andere Taste. Warum finde ich die gerade nicht? Egal, wie immer. Hast du ausgebaut wegen Ja, genau, ich habe es ausgehauen. Gewichts? Wir stehen jetzt hier ein bisschen komisch da, würde ich fragen. Und zwar geht es jetzt hier rechts rum auf eine Sprungschanze. Wir nehmen auf dem Weg nach St. Louis noch einen Sprung einfach mal mit. Doga, ich würde sagen, lass mal den Motor an. Ups. Nach hinten, rückwärts Ja, springen. auf geht's, komm, ich zitter schon. Oh, jetzt habe ich gefühlt unnötige Würze. Jetzt hoffe ich, dass ich den Sprung schaffe. Natürlich nicht. Nee, der Anlauf reicht nicht. Mann, 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 Freunde. In guter Stadt, gleich zu Beginn. Wieso langt der Schatten nicht mehr? Man muss nur ruhig da drauf zuzwirbeln. Mann, 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 das war gar nichts. Ja, geh aus dem Weg. Eieieiei. Jetzt muss ich habe jetzt mal eben das Pad weggelegt. Ich probiere das jetzt mal mit Tastatur. Mal gucken. Ah, okay, der Taste ist hier praktisch die. Oh. Suchst aber auch die Körpernähe. Und los geht's, komm. Was ist denn bei dir auf der Tastatur der Zylinder? Quatsch, der CO2-Zünder. Shift. Shift. Geht bei mir nicht. Oh nee, das reicht ja lange nicht. Bin zu lange. Ich wäre ja schon froh, wenn ich mal die Sprungschanze erwischen würde. Oh, da kommst du. Hab schon drei Teile. Dein Steuergerät habe ich jetzt auf jeden Fall mal eingesammelt. Starten mal aus. Ah, aber irgendwie mit Schon Tastatur, wieder durchgefahren. da kriegt man Krämpfe. Schade, dass man das nicht mit der. Was habe ich denn eigentlich hier? Wie ist denn die meine. Fortfahren. Wie ist hier meine. Okay, alles klar. Achtung, Doga. Nicht, dass du dich wieder wunderst. Ich komme jetzt wieder mit einer schönen Handbremse. Saugeil. So. Also, jetzt komm. Konzentrier dich jetzt mal. Auf geht's. Feuer frei. Feuer frei. Für den Rasen musst du den Speed-Dings nehmen. Ja, Gold. Zack. Oh. Ich sag mal so. Bei der Rasen bremst bei Straßenfahrzeugen ab. Du meinst den Zünden. Bremsbonus habe ich mitgenommen. Statte ich aus. Ich sag mal, es war schon klasse, ne? Wie wir es wieder gemacht haben. Ups, was war jetzt los? Drei Versuche, vier, fünf. Irre Sprünge. Springe über eine Gesamtentfernung von, wie auch immer. Es gab wieder einen Punkt. Ich komme zu dir vorgefahren. Okay. Ich habe ihn nochmal gemacht, aus Versehen. Effekt minus 1. Teil ins HQ schicken. Ach so, Wow. wenn ich ihn wenn ich jetzt ausstatten würde, okay. Fortfahren, lass mich weiterfahren. Komm, Doggy, wir gehen auf nach St. Louis. Ah, das ist schon geil. Ups, so eine Handbremse. Leute, das wollte ich nicht.
Da ist er, der Logi. Oh, jetzt habe ich wieder das Radio angemacht. Wartet mal. Was haben wir hier unterwegs noch? Du kriegst ein bisschen Geld. Achso, wenn wir... Und Punkte. Ja, nehmen wir natürlich mit. Schauen wir uns das Video an. Monroe. Gibt es 2000 Bucks oder was? Mhm. Nur für ein bisschen Klotzen? Ja. Das ist so ein Point of Interest. Ein gutes Steakhouse. Ja? Aus DC. Oder? Ist aus DC, ja. Ne? So, jetzt muss ich wieder... Steakhouse, ja. Ja, ich glaube schon. Gebratenes. Was Gebratenes. Zombiefleisch. Na, da haben wir doch auch schon mal so ein Hirschschön rausgenommen. So ein bisschen wild. Ja. Doggy, weiter geht's, komm. Wir haben einen weiten Weg vor uns. Was war das jetzt? Oh, es gibt so ein Autoteil zu finden. Ich habe ihn so nah bei mir. Mhm. Hörst du den auch, Doggy? Ich habe den schon gefunden. Okay, dann kannst du mir gleich sagen, wo er ist. Da brauche ich nicht lange rumsuchen. Wenn ich mich richtig erinnere, musst du zurückkommen. Mach den hier mal. Aber jetzt ist er grün und links, bis links. Warte mal. Allradantrieb. Jetzt grün. Mitten im Kornfeld. Ein Bett im Kornfeld vielleicht. Im Kornfeld? Oh, jetzt ist es. Gleich muss es da doch, jetzt sein. Im Wald, ja. Riesenalarm jetzt bei mir. Ich glaube, da unten steht was. Ich hab nen. Ich sehe nen. Da unten ist er. Ah. Ein Hot Rod. Geil. Schön rausgenommen. Ah. Müssen wir wieder Bikini-Damen finden, die unseren Auto waschen. Ja. Oh, Doga, das klang nicht gut, was du hier machst mit deiner Kiste. Hast du Allrad eigentlich drin bei dir? Ja, ich glaube nicht. Tech. Ja, Schön seitlich rausgedriftet. Ja. Hier kommt ein großer Bus, das könnte dumm enden. Hey, warum hat der Vorfahrt? Hey, hallo. Ist ja unglaublich, hup mal. US Tours? Oh, gar nicht. Wenn ich wieder hupe, ist... Bremst du auch noch. Ich fahre außen rechts vorbei. Oh, eine Pfütze. Den habe ich für dich übrig gelassen. Hey, was ist denn hier? Ist hier eine Bürgerparty? Rodeo reiten oder was ist hier drüben los? Sieht aus wie ein Schrottplatz. Ach, das ist ein Schrottplatz. Ich dachte, das wäre ein Parkplatz. So ein Art Park and Ride. In der USA? Das glaube ich kaum. Wir müssen weiter, ne? Ja. 18 Kilometer noch bis zum Ziel. Ich zünd mal ganz kurz einen durch. Halt, was ist hier? Irgendwas machen? Tempotest, nehmen wir gleich mit. Komm, auf geht's. Gold geschafft, Leute. Für euch nochmal. Jetzt eine neue Schaltung. Im Mini. Oh. Hier ist 50, Doggy. Da müssen wir mal aufpassen. Mann. Hast du das gesehen, wie ich ihn rausgenommen habe? Ich meine, wie ich mich selber rausgenommen habe, sozusagen. Nee, ich war zu weit weg. Ich guck mal auf die Bestenliste. Da sehe ich einen Kingston ganz weit oben. aber wenn man jetzt in die Gesamtbestenliste auf Platz 14.061, ich sag mal so, läuft, ne? Ja. Wir fahren weiter. Weiter Richtung Westen, Südwesten. Wo geht's hin? Nach St. Louis. Da erwartet uns dann unsere nächste Aufgabe. Also hier storytechnisch gesehen. Zwischendrin denke ich mal, wenn wir sowas haben hier wie Speedtest oder so, nimmt man einfach mal ein Goldmedal mit. Kann nie schaden. Oh, da kommt noch was. Das sieht allerdings nicht so gut aus. Das ist irgendwie wieder Slalom, da bin ich nicht so gut. Fahr du mal vor und sag mal an, was es wird. Heute Test. Man muss da durch Sachen fahren. Boah. Aber schön durchs Gelände.
Lass gerade wieder was aus. Boah, einen habe ich jetzt ausgelassen, super. Echt, so gut bist du. Ich habe, glaube ich, schon gefühlt 20 ausgelassen. Ja, weil das überwiegend irgendwo im Matsch ist, lässt er sich nicht so gut lenken. Ich schiebe erstmal alle beiseite, die mich hier stören. Und das ist eine ganze Menge. Monster habe ich schon mal. Aber nicht mehr viel Zeit. Oh nee. Na super. Also ich habe es natürlich nicht geschafft. Und ich sage euch noch was. Ups. Ich werde es auch nicht nochmal probieren. Alter, was ist denn jetzt los? Komm, gib. Wieder auf die Straße hier. Mich hat es gerade ein bisschen weggebeamt. Da kommst du. Fahr mal weiter, komm. Kurz am Doggy vorbei gesegelt. Hast du eigentlich den Speedtest auch mit Gold abgeschlossen, Doggy? Den Speedtest? Ja, den davor? Hab ich auch mit Gold abgeschlossen. Ja, klar, welche Frage eigentlich? Ja, denken heißt natürlich nicht wissen. Doch, hab ich. Ich glaube, bei der nächsten Sendung werde ich mal mein Lenkrad anschließen. Was machen denn hier Kühe auf der Straße? Wieso Kühe? Oh, ich habe das Licht angemacht. Kühe über die Straße gerannt. Das ist ein ganz schöner Weg bis Detroit, bis St. Louis, meine ich. Ja. Oh, 300 Meter, ich muss mal Gas hier geben. Boah, geil reingeslidet. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Auch noch um die Kurve jetzt, wo ich... Oh Mann. Da vorne ist wieder ein Speedtest, den nehmen wir mit. Also vermute ich. Da ist eine Pylone. Ja, ja. Speedtest durch die Stadt oder was? Larnon. Na, das kriege ich noch hin, Larnon. Ja? Ja. Na, toll. Kaum sage ich schon. Kommt da einer entgegen? Oh, schon schaffe ich das eine nicht. Ach, man muss gar nicht durch das Schild fahren, man muss einfach nur rumfahren. Ich fahre ja. Muss... Ah. Oh, der Wollner hat mich jetzt überholt. Da muss ich mal ein bisschen Gas geben hier. Oh Mann, was sind an anderen Autos? Oh. Hä? Was ist denn bei mir los? Wieso bin ich jetzt raus? Die Zeit war um. Na, das war wohl nichts. Aber ich fand mich total gut eigentlich. Wo bist du denn jetzt eigentlich? Ich bin geradeaus weitergefahren. Ich hatte gedacht, der Speedtest, der Slalom-Test geht da weiter. Oh, Feuerwehr. Jetzt sind wir auf der Route 66. Sie kennt ja jeder von euch. Doggy, du auch? Habe ich schon mal was davon gehört, ja. Oh, das war wieder eine Geisterfahrt. Da gab es wieder ein paar Bugs. Oh, ey, Doggy, 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 Doggy. Was machst du? Das war nicht gut. Abgeräumt. Mein Freund, das hast du mich mit abgeschossen. Eine Sprungschanze? Oh, verdammt. Ich hab die Polizei gerammt. Das ist... Bleib auf der Straße. Ja, super mit Geisterfahren. Au. Wo ist denn hier diese Sprungschanze? Ach, bleibe über 80 heißt es. Ah, okay. Ja, das schaffen wir da mal nicht. Ja, ich muss sagen, schon lange keine Medaille mehr gesehen. Dafür ein paar Mülleimer. Eine offene Straße. Oh, wir müssen schon wieder.
Downtown. Oh, St. Louis, erkenne ich. Hier am Bogen. Ganz bekanntes Ding. Schön, dass sie hier die Wahrzeichen einbauen, muss ich sagen. Das gefällt echt gut. Das ist ja mal geil. Da muss ich direkt mal hin. Was? Oh, jetzt schon wieder so nah. Mhm. Müssen wir mal gucken, wollen wir den folgen? Ja. Davon, mal gucken, ob's davon ist Straße ein, davon ist ein U-Turn. Hier rechts, guckt euch mal das Ding an hier. Das Wahrzeichen von St. Louis, alles ist dabei. Sehr schön, sehr, sehr schön. Wie gesagt, Detroit ist für einen Mann meines Formats zu klein geworden. Ah, Troy ist wieder dran. Jetzt machen wir uns in St. Louis breit. Finde sie, töte sie. Was? Hast verstanden? Ich habe bis jetzt noch kein Tattoo. Hast du schon ein Tattoo drauf? Nee, hab ich noch nicht. Ich glaube, wir hätten auch mit der Bahn fahren können, ne? Kann das sein? Hab ich noch nie ausprobiert. Weil ich gerade den Bahnhof hier sehe, hier vorne. Aber wer will schon Bahn fahren, wenn man ein Auto hat? Ja, das ist natürlich richtig. Jetzt ziehen wir mal durch. Hier geht's bestimmt. So grün bin ich nun doch nicht wie mein Auto. Hier geht's. Oh. Ah, aber schön noch die Kurve gekriegt, wie man so schön sagt. Da vorne ist wieder eine Sprungschanze. Doggy? Wo muss ich springen? Links. Scheiße. Boah, gleich Gold geschafft. Was? Ne, du, oder? Du hast nicht, dass sie links ist. Du hast Gold geschafft, oder? Ich nicht, ne. Bin dran vorbeigefahren. Okay, machen wir nochmal, bitte. Doggy, langt auf dem Anlauf her. Wir haben noch eine Kurve vor uns. Und auf geht's. Nee. Oh Gott, wie ist der denn so weit gesprungen? Das Silber haben wir mal geschafft. Hast du Gold rausgenommen? Nee, ich hab Bronze. Na, egal. Egal, ne? Ich würde auch sagen, erstmal egal. Wir sind hier gerade erst angekommen. Wir müssen ja nicht gleich wieder alles auf Gold machen, ja? Alles auf Gold. Wir sind sonst schon so gut. Jetzt fahren wir mal zu unserem Treffpunkt hin. Ah, schön wie es halt. Mal den Doggy mal kurz versenken, jawohl. Achtung, rot. Als die Scheinwerfer? Nein. Ja, richtig. Schön, ich nehme den Bus mal mit. So, ich bin da. Danke. So, Freunde. Ich bin noch nicht da. Ich stelle mich aber damit rein in den Kreis. Mensch, was mache ich denn nur? Meine Herren, nur. Erstmal schön aufgeräumt. Hey, Taxifahrer ist so blöd hier. So. Ich stelle mich auch hier schön in den Kreis. Und bevor wir jetzt hier starten, sage ich ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Und da gucken wir uns dann auch an, was passieren wird. Doggy, wenn du da bleibst, können wir noch weitermachen. Bis dahin. Tschüss, macht's gut. Ciao.